Ihr Blog ist ihr Leben. Kateur.com heisst der Mode- und Lifestyle-Blog von meiner Schweiz-Kandidatin Christina Bassan. Für den recherchiert, fotografiert, surft und informiert sich die 17-Jährige bis zu 3 Stunden am Tag. Das mit grossem Erfolg. Mehrere tausend Leute lesen täglich ihren Blog, Labels wollen auf ihrer Seite werben und sie ist von einer renommierten Modeseite zur beliebtesten Bloggerin gewählt worden. Damit ein Blog funktioniert, muss man sein eigenes Universum kreieren. Weil die Leute müssen vom ersten Klick an verstehen, was du für eine Person bist und was du für einen Stil hast. Ich denke, dass ich schnell mal meinen eigenen Stil entwickelt habe und mich nie von der Mode beeinflussen lassen. Ich habe mich nie an die Regeln der grossen Modemagazine gehalten. Mein Stil ist immer eine Mischung zwischen meiner Laune und meinem Geschmack. C'est un mélange de mes goûts, de mes humeurs, etc. Christina ist die Personifizierung von Fashionista. Sie führt nicht nur ihren Blog, sondern sie macht auch Kleiderentwürfe und steht selber als Model vor der Kamera. Klar also, dass sie ihre Zukunft in der Modewelt sieht. Ich denke nicht, dass ich Model werden möchte, weil man nichts selber kreiert. Für mich ist es eher ein Beruf, wo man schauspielern muss. Aber ich will neu arbeiten. Ich will lieber in der Modewelt im Design oder Marketing arbeiten. Aber ich denke, es ist für mich noch zu früh, um mich zu entscheiden. Ich kann noch so viel entdecken in dieser Branche. J'ai encore tellement de choses et de domaines à découvrir dans la mode. Christina ist ambitioniert und eine Perfektionistin. Christina weiss genau, was sie will und was nicht. Obwohl sie erst 17 ist, wirkt Kommand reifer und selbstbewusster als viele Gleichaltrige. Dass sie durch das manchmal aneckt, ist ihr gleich. Sie zieht ihr Ding durch, egal was die anderen Leute über sie denken. Dass sie so ist, hat das Einzelkind ihrer Kindheit zu verdanken. Ich war in meiner Kindheit sehr viel allein, weil die Eltern arbeiten und darum praktisch allein aufgewachsen. Trotzdem sind meine Eltern sehr präsent in meinem Leben und ich habe eine sehr enge Beziehung zu ihnen. Ich musste sehr schnell lernen, Verantwortung übernehmen. Durch das bin ich sehr unabhängig und ich denke, so bin ich auch reifer geworden. Ich habe gelernt, mein Leben ohne meine Eltern zu organisieren. Ob Christina Bassan zur neuen Miss Schweiz gewählt wird, wir erfahren es am 24. September zu Lugano.